Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer meines YouTube-Kanals. Nullnummer, das wird euch jetzt ein bisschen verwundern. Was soll das sein? Aber das kläre ich im Laufe des Videos einfach mal auf. Das hat nämlich im Grunde unter anderem mit dem zu tun, was sich hinter diesem Tor versteckt. Und was das ist, das will ich euch jetzt zeigen. Tada! Das ist mein neues Auto. Ein Caddy. Und der soll zu einem Minicamper ausgebaut werden. Und wie das Ganze aussehen soll, das erzähle ich euch in diesem Video. So, jetzt bin ich mit euch mal ein bisschen durchs wunderschöne Allgäu gefahren. Befinde mich jetzt ein bisschen oberhalb vom Niedersöndorfner See. In der Ferne müsstet ihr ihn eigentlich noch sehen. Mal sehen, ob ich ihn euch besser zeigen kann. Da hinten, ganz klein, ist er zu sehen. Aber ein herrlicher Blick in die Berge. Wunderschön. Ja. Ich habe mich hier reingesetzt in mein Auto, in den Kofferraum, in mein neues Auto und wollte euch ein wenig die Nullnummer präsentieren. Ja, was ist die Nullnummer? Podcast-Hörer werden das kennen. Es ist üblich, eine Nullnummer zu produzieren im Podcast, um sich einfach mal kurz vorzustellen und zu erzählen, was man mit dem Projekt vorhat. Und das möchte ich heute auch mal tun. Ich bin Dotti und ich bin normalerweise Podcasterin und möchte jetzt aber aus diversen Gründen mit dem YouTube-Geschäft mal ein bisschen anfangen. ja, die Gründe könnte ich eigentlich gleich mal nennen. Es geht darum, dass ich einen Caddy gekauft habe, wie ihr ja wisst. Und diesen möchte ich mir von meinem Herzallerliebsten als kleinen Minicamper ausbauen lassen. Und diesen Werdegang möchte ich im Bild festhalten, also nicht nur im Ton als Podcast, sondern auch eben im Bild und das Ganze auf YouTube veröffentlichen. Ich finde das ganz spannend. Ich schaue auch selber gerne solche Filme und möchte das einfach auch so als kleine, ja, um es mir einfach selber abzuspeichern und das Ganze, den Werdegang zu verfolgen. Und vielleicht habt ihr ja auch ein wenig Spaß daran, dem Ganzen zuzuschauen. Hauptschwerpunkt wird, wie gesagt, der Caddy sein, aber dadurch, dass ich auch normale Camperin bin,
Sprich, wir haben auch noch einen Wohnwagen zu Hause stehen und auch sonst dem Hotel oder den Schiffsreisen nicht abgeneigt bin, werdet ihr auch davon das eine oder andere zu sehen bekommen. Ja, den Caddy, den habe ich seit gestern. Ich durfte ihn gestern bei herrlichem Sonnenschein bei meinem Autohändler abholen. Es gab eine kurze Einweisung, wie das so üblich ist, aber dadurch, dass ich vorher einen Golf gefahren habe, also auch schon einen VW, war ich mit vielen Funktionen vertraut. Ich habe mir ein paar Features einbauen lassen in das Auto, was ich nicht missen wollte. So habe ich mir zum Beispiel eine Rückfahrkamera eingebaut, weil ich so ein bisschen schissig war, denn so ein großes Auto habe ich noch nie gefahren und da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Jetzt nach den wenigen Kilometern, die ich gefahren bin und auch mal so übers Land mit Rückwärtsfahren und mit Wenden auf kleinen Straßen und kleinen Feldwegen, muss ich allerdings sagen, ich komme auch so super mit klar. Also das Auto ist sehr übersichtlich, ich weiß ganz genau, wo es anfängt und wo es aufhört und toi 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 hoffe ich das auch, dass ich das in Zukunft beherrschen werde. Trotzdem ist es mit drin, es ist ein nettes Feature, was wir auch in unserem Familiengolf mit drin hatten oder haben und deswegen fand ich das einfach recht praktisch. Ich habe beheizbare und einklappbare Außenspiegel. Das war mir jetzt, also die beheizbaren Außenspiegel waren mir nicht so wichtig. Ich habe eine sehr kleine Garage, deswegen wollte ich einklappbare Außenspiegel haben. Und das gab es eben nur in Kombination und deswegen habe ich jetzt beides in einem. Was habe ich noch? Tempomat ist mir gar nicht wichtig. Ich fahre auf einer Strecke, wo man nicht gleismäßig fahren kann. Also von dem her nützt es mir nicht viel. Und wenn ich es einschalten könnte, dann verbraucht es doch mehr Benzin, als wenn ich jetzt selber fahren würde. Das Auto ist ein Benziner. Ich fahre gerne Benziner. Also Dieselfahren ist mir vom Fahrgefühl nicht so angenehm. Also von meiner Fahrweise ist das nicht so richtig abgestimmt. Und außerdem weiß man ja nicht, was mit dem Diesel kommt. Und deswegen habe ich mich entschieden, einen Benziner zu kaufen. Und der soll jetzt, wenn ich richtig informiert bin, 7,2 Liter verbrauchen. Aber ich denke, ich werde drunter kommen, denn aufgrund meiner doch sehr vorsichtigen Fahrweise, sage ich jetzt mal, also ich fahre eigentlich nie als 130, deswegen ist für mich auch die ganze Diskussion um die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen völlig Wumpe, denn ich fahre sowieso nicht schneller als 130, weil das einfach wesentlich weniger Benzin verbraucht und auch gemütlicher ist, stressfreier ist und ich komme ja trotzdem ans Ziel und ich höre während der Autofahrt auch immer Podcasts und habe es eigentlich nicht eilig, irgendwo von A nach B zu kommen. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Zum weiteren Ausbau werde ich jetzt noch nicht teasern. Das muss auch nicht sein. Das haben wir uns auch noch nicht richtig überlegt. Ein paar Ansätze habe ich, aber mein Herzallerliebster hat auch schon ein paar Ideen eingebracht. Und das werden wir dann aufeinander abstimmen, denn er hat das technische Know-how und ich habe eben so meine Vorstellungen und das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Ich möchte mich noch kurz bei euch persönlich vorstellen oder etwas von mir erzählen. Ich bin Dotti und ich bin hier im Allgäu geboren und ich bin hier aufgewachsen. Ich liebe das Allgäu. Es gibt nichts Schöneres für mich, als hier zu sein. Es ist eine traumhafte Landschaft. Ganz tolle Menschen sind hier. Ich bin stolz darauf, hier geboren zu sein, soweit man das stolz sein kann. Man hat ja nichts selber dazu beigetragen, aber ich bin stolz auf diese Gegend, auf diesen Abschnitt, Weltabschnitt. Also ich kann euch das gar nicht sagen, mein Herz ist einfach erfüllt von dem, dass man hier im Allgäu lebt. Leider habe ich die Sprache nie gelernt, also Allgäuerisch ist mir fremd, ich verstehe es und ich kann es leider nur nicht sprechen. Das lag an meiner Erziehung, nehme ich an. Ich bin hochdeutsch aufgewachsen und ich würde mich jetzt nur blamieren, wenn ich Allgäuerisch reden würde. Außerdem gibt es so viele verschiedene Slangs im Allgäu, dass man da gar nicht richtig sagen kann, wie wird das oder das gesprochen. Also wenn ich in der Arbeit mit meinen Kollegen darüber rede, dann gibt es für ein Wort oft 5 oder 6 verschiedene Aussprachen. Ja, ich reise sehr gerne. Das ist meine Hauptbeschäftigung oder mein absolutes Hobby. Ich bin gerne unterwegs, komme dann natürlich auch wieder wahnsinnig gerne zurück in meine Heimat. Aber ich sehe mir auch gerne über den Tellerrand hinaus andere Dinge an, andere Gegenden, andere Kulturen. In den letzten Jahren sind wir aber hauptsächlich in Deutschland unterwegs gewesen, weil wir hauptsächlich mit dem Wohnwagen im Urlaub waren. Und das mit dem Caddy hier, das wird sich auch auf Deutschland und Süddeutschland wahrscheinlich begrenzen.
Aber auch Österreich, Schweiz und mal sehen, wie wohin es mich trägt. Ich hoffe, dass ihr mich dann auf diesen Touren begleiten werdet, dass ihr Spaß an diesen Videos habt und ja, dass ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Das würde mich sehr freuen. Ich liebe die Kommunikation mit meinen Hörern bzw. jetzt mit meinen Zuschauern und würde mich dann wirklich freuen, wenn ihr euch da draußen mal meldet. Gut, das soll es für das erste Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alles so ein bisschen erzählt, wer ich bin und was ich vorhabe. Und ich werde jetzt noch hier ein bisschen die Aussicht genießen, die wirklich fantastisch ist. Es kommt ganz selten hier ein Auto vorbei, aber ja, gut, da hinten grasen Kühe. Und da ist auch noch ein Gipfelkreuz, ein kleines. Und ich werde jetzt den Blick noch über den Niedersöndorfer See genießen, werde dann über einen kleinen Umweg wieder nach Hause fahren und dann war das die erste ausgiebige Fahrt mit meinem neuen Caddy. Macht es gut, ich freue mich auf euch. Jetzt ist es ja noch ein bisschen kalt geworden für die Füße, aber dafür habe ich ja vorgesorgt. Hehehehe